ging es gerade noch darum, dass der Mensch im Vaterunser Gott darum gebeten hat, ihm und anderen das tägliche Brot zu geben, so geht es nun darum, dass der Betende im gleichen Atemzug darum bittet, dass ihm und anderen die Schuld vergeben wird. An dieser Stelle ist das Und entscheidend. Das tägliche Brot brauchen wir, damit unser Körper nicht krank wird. Die Vergebung der Schuld brauchen wir, damit unsere Seele gesund bleibt. Beides ist existenziell und gehört untrennbar zusammen. Denn wir können nur existieren, also Bestand haben, wie das Wort übersetzt heißt, wenn beides vorhanden ist. Vor Gott können wir nur bestehen, wenn wir vor ihm mit reiner Weste stehen. Und dazu gehört, dass alles das, was wir im Leben Negatives angehäuft haben, beiseite geräumt wird. Diese Vergebung kann auch nur von einer Seite her erfolgen. Nur der, vor dem wir schuldig geworden sind, kann uns vergeben. Schuldvergebung ist Chefsache. Gott vergibt und das von Herzen. Wenn wir offen vor ihm bekennen, was wir getan haben, wo wir schuldig geworden sind, wen wir beleidigt, geschlagen, gedemütigt, zum Zorn gereizt, ignoriert, übers Ohr gehauen, schlecht behandelt haben. Das fällt uns Menschen unsagbar schwer. Wer gibt schon gerne zu, dass er Schuld hat oder schuldig geworden ist? Im Gegenteil. Mir fallen auf Anhieb 4 Spielarten des Umgangs mit der Schuld ein. Die erste ist die Verdrängung. Es geht dabei um das Bewusste zur Seite schieben und sich nicht seiner Schuld stellen wollen. Ein ständiges Ausweichen und die Flucht nach vorne sind Kennzeichen dieser Art und Weise des Umgangs mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Die zweite Art ist die des Schönredens. Das reicht von Worten wie, das ist doch gar nicht so schlimm, bis dahin, dass jemand auch noch behauptet, das hätte so sein müssen. Und im Grunde genommen hat man ja nur das getan damit. Die dritte Art, mit der Schuld umzugehen, ist die konsequente Leugnung derselben. Salopp formuliert kann man sagen, man lügt sich selbst und anderen etwas in die Tasche. Das Lügennetz, in welches man sich dann verstrickt, führt meistens dazu, dass man selber sich darin verfängt. Die vierte Art und Weise ist die des auf andere Schiebens. Der Täter ist immer das Opfer, kann nicht wirklich etwas dafür, hat aufgrund der Umstände so gehandelt. Und eigentlich hätten andere ihn ja dazu gezwungen. All diese Umgänge mit der Schuld nützen uns vor Gott nichts. Unser Vater weiß, was wir getan haben. Vor ihm gibt es keine Ausflüchte. Deswegen brauchen wir von ihm die Vergebung. Wenn er uns unsere Schuld vergibt, bekommen wir Handlungsspielraum und Freiheit. Die Seele kann wieder atmen.